gegeben ist die Funktion y gleich f von x gleich minus x Quadrat plus 4x plus 5 und wir suchen groß A, also den Flächeninhalt, der sich zwischen der Funktion und der x-Achse befindet. Wir können uns die Funktion im Taschenrechner angucken. Das ist diese nach unten geöffnete Parabel. Ich habe sie hier schon skizziert. Und das, was wir anschaulich herausfinden wollen, ist der Flächeninhalt. Und diesmal nicht nur anschaulich, sondern wir wollen richtig herausfinden, wie groß dieser Flächeninhalt ist. Das heißt, meinen Flächeninhalt groß A berechne ich mithilfe des Integrals von minus x² plus 4x plus 5 nach dx in gewissen Grenzen. So, jetzt ist hier das Problem, ich habe noch keine Grenzen, aber die kann ich rausfinden. Denn die Grenzen, die ich brauche, sind die Nullstellen der Funktion. Die kann ich mit dem Taschenrechner bestimmen. Das ist einmal x gleich minus 1 als untere Grenze und zum anderen x gleich plus 5 als obere Grenze. Minus 1 und 5. Und jetzt fange ich an zu rechnen. Ich bilde das Integral, das dann lautet minus 1 Drittel x hoch 3 plus 2x² plus 5x in den Grenzen minus 1 und 5. Wir setzen ein, obere Grenze minus untere Grenze. Minus 1 Drittel mal 5 hoch 3 plus 2 mal 5 hoch 2 plus 5 mal 5 minus untere Grenze, Klammern nicht vergessen, wir setzen die minus 1 ein. Minus 1 Drittel mal minus 1 hoch 3 plus 2 mal minus 1 hoch 2 plus 5 mal minus 1, Klammer zu. Hier vorne haben wir dann 5 hoch 3, das ist 125, also minus 125 Drittel plus 5 ins Quadrat ist 25, mal 2 sind das 50 und 5 mal 5 sind 25 in der Klammer. Minus 1 hoch 3 ist minus 1, minus 1 mal ein Drittel ist ein Drittel plus minus 1 ins Quadrat ist 1 mal 2, so bei 2 und 5 mal minus 1 ist minus 5, Klammer zu. Ich vereinfache weiter. Das hier alles zusammengefasst sind 100 Drittel minus, und das hier drin in der Klammer, sind minus 8 Drittel. Ihr seht wieder, wie wichtig es ist, hier die Klammern zu setzen. Und das bringt uns zu 100 Drittel plus 8 Drittel, und das sind 108 Drittel. 108 Drittel kann ich noch kürzen. Ich komme raus bei 36 Flächeneinheiten. Und das ist die Fläche, die hier unter dieser Kurve liegt und oberhalb der x-Achse sich befindet.